Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Factorio. Ja, in der letzten Folge, beziehungsweise auf die letzte Folge, gab es ja instant beinahe 200 Views. Jetzt gegenwärtig steht das Video bei ungefähr 210 Views. Und ich frage mich nur, wie das passieren konnte. Und dementsprechend dachte ich mir, so als kleines Dankeschön, kannst du ja mal direkt noch eine Folge aufnehmen, damit ihr nicht direkt mal die nächste Folge warten müsst. Noch eine Woche warten müsst, bis die nächste Folge rauskommt. Und ja, da ist sie nun. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, vorhin, die Ofenproduktion scheint jetzt zu laufen. Was mir auch noch aufgefallen ist, wozu habe ich hier die Einzelfabriken? Wurde das Rezept für die Flaschen geändert oder weiß es nicht? Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass wir in dieser Folge jetzt mal ein bisschen die roten Chips boosten müssen. Weil da geht ja immer gar nichts voran. Wie wir die boosten werden, weiß ich noch nicht. Vielleicht probieren wir es ja erst einmal mit Produktivität und Geschwindigkeit 2 Modulen. Das sollte ja auch ein bisschen was bewirken. Aber nur ein bisschen was. So bekommen wir halt hin und wieder immer ein Gratisteil raus. Und sobald die Bergbauproduktivität durch ist, schwenken wir unsere Forschung auf Dreierproduktivität um. Damit sich das ja auch lohnt. So, das wäre jetzt soweit ausgetauscht. Super. Weil jedes Mal, wenn dieser Balken hier voll läuft, bekommen wir ein Gratisteil. Das seht ihr gleich. Habt ihr es gesehen? Einer ist rausgekommen. Ist doch schön. Und das wird auf Dauer nicht reichen. Blöd, dass ich mich hier zugebaut habe, dass ich so eng gebaut habe. Moment. Ich glaube, meine Ölpumpen, auch wenn die gegenwärtig nicht am Laufen sind, kann ich auch noch mal ein bisschen produktivieren. Einen kleinen Upgrade. Und belassen wir es mal. So. Das war gar nicht, was er da gerade gemeckert hat. Das werden wir noch früh genug herausfinden. Na gut, wie boosten wir euch? Wir brauchen grünes Zeug. Was wir natürlich auch noch brauchen würden, wäre, wenn die beiden hier nicht stehen bleiben würden. Bringt es was, wenn ich... Nö. Aus der Verwirrung. Weil der Tunnel hier viel zu dicht dran ist. Kann ich den Tunnel hier eigentlich eins weiter zurücksetzen? Der Roboter, den ich gerade eingefangen habe, kann wieder fliegen. Ja, die Teile wurden ja länger gemacht. Von daher kein Problem. So. Wunderbar. Dann ist diese Line hier ein bisschen länger. Na gut. Bergbau. Drills haben wir ja en masse. Hier könnte man natürlich auch noch das hier ein bisschen boosten. Das läuft dann. Die Einzelmodule muss ich dann wieder loswerden. Hier war ich ja noch nicht fertig, oder? Mit Modul-Upgrades. Nee, hier war ich noch nicht fertig. Dass es ja auch ein bisschen schneller läuft, ne? Geht es ja auch ein bisschen schneller voran. So. Ja, ich glaube, da kommen die Ärmchen nicht mehr hinterher. Noch schnellere Ärmchen gibt es halt nicht, oder? Nur mit Mods. Wenn mir nicht alles täuscht. Wenn mich da nicht alles täuscht. Und ja, dann habe ich noch einen Kommentar bekommen, dass ich für die Ofenproduktion meine Stahlproduktion boosten sollte. Also drastisch. Aber ich glaube, solange die Roboter den Stahl anfliegen, sollte es halt soweit passen, oder? Was erhöhen wir hier nochmal um 2 Stacks? Da können die gerne ein bisschen mehr fliegen.
Ja, da fehlt es halt an den roten Schaltkreisen. Die müssen wir halt dringend wirklich hochpushen. Was brauchen wir denn für rote Schaltkreise? Das weiß ich jetzt nicht so auswendig. Kunststoff, Kupferkabel und elektrische Schaltkreise. Die Frage ist, wo bauen wir das hin? Ui, Forschung ist durch, gut. Weißt du was, wir lassen jetzt mal kurz die lila Fläschchen ein bisschen nachproduzieren, weil da brauchen wir auch so um die 300 Stück. Moment, wie viele brauchen wir da? Ja, 300. Und manchmal steht auch noch mal 2, mal 3. 900. Hey, ja. Haben wir irgendwas, wo wir die Lila nicht brauchen? Inventar, Abfall, Logistikplätze, von mir aus geht zügig. Ich könnte mich jedes Mal selbst dafür hauen, wenn ich das so sehe, dass ich das hier so eng gebaut habe. Hier kommt ja der Streifen hin. Das Streifen vor allem, ne? Moment, hier könnten wir es hinbauen. Ja, gut. Der Kunststoffstreifen. Hammer, Hammer. Gut, weil dann sollte das nämlich auch ein bisschen rückwirkend laufen. Dann sich das halt besser verteilt, verstehst du? Ist nicht schlimm, wenn du es nicht verstehst. Ich verstehe es nämlich manchmal auch nicht. Dann bauen wir hier nochmal eine kurze Produktion für rote Schaltkreise hin. Mhm. Also gut. Ich kann mir alles von da drüben holen. Ist ja schon mal nicht schlecht. Weißt du was, ich ziehe das hier erstmal durch. Damit ich weiß, wie viel Platz ich eigentlich habe. Hoppala. Immer wenn man auf einem Band steht, dann wird man abgeschoben. Ist eigentlich frech, oder? Zack, 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 zack. So, weiter. Weiter im Text. Juhu, Forschung ist durch. Automatische Inventarlogistikplätze. Bremskraft. Ja gut. Es gibt ja noch irgendwo bewaffnete Züge. Artillerie. Artilleriezüge und so ein Quatsch, ne? Da brauche ich lila Fläschchen für. Geschützturmschaden. Für Projektile. Hm. Persönliche Laserverteidigung. Braucht nichts Lilanes, also ab dafür. So. Nun denn. Weiter. Das ganze gelbe Zeug müsste ich mal verwursten. Das braucht ja auch kein Mensch. Moment, das haben wir gleich. Wo ist denn hier meine Fließband-Production? Hier, dann kann ich hier mal ein Stack reinhauen. Mhm. Braucht ihr auch gewöhnliche Fließbänder? Dann hier. Dann werden die halt eben nicht mehr produziert. Soll mir auch recht sein. Moment, kann ich da boosten? Nein. Aber hier. Und das läuft ja bereits. Nur nicht halt alles auf 2. Wunderbar. So, zurück zu den roten Schaltkreisen. Den Generator müsste, also den mobilen Generator müsste ich mal erforschen. Warum geht hier nichts voran? Wegen Kohle oder... Guck mal, der ist leer. Ich schätze mal, Kohle ist ja das Hauptproblem. Das kann man auch mal direkt upgraden. Hoppala. So. Und überall hat die Base hier Rohre, wo man dran hängen bleibt. Ist ja auf Dauer auch nicht so schön. So.
So, hier noch einen wunderbaren roten Teiler. Das kann von mir aus so bleiben. Setzen wir dann gerne nochmal ein Bergbaugerät dahin. Dann geht es zügiger. Dabei hat es gar nichts mit Zügen zu tun. Und Strom. Was brauche ich denn da unten alles nicht? Hier. Weg mit dir. So, Moment. Das machen wir mal anders. Und zwar leiten wir das hier auch mal alles ein bisschen um. Ja, wir werden da wieder irgendwo angegriffen. Das ist in Ordnung, da fast alles eh repariert wird. So, Moment. Du kannst da weg. So. Und hier müssen wir auch noch den Abtransport regeln. Dann sollte da auch genug Kohle ankommen beim Plastik. Sieht bis jetzt danach aus, aber wir haben hier so viel Kohle, ne? Da können wir durchaus noch ein bisschen was erweitern. Und nur ein bisschen was. Und der Typ, der hier die ganzen Rohre verlegt hat, ne? Der könnte sich auch erschlagen. So viel Kohle, die wir nicht nutzen können. Moment. So. So können wir es wenigstens nutzen. Die Bäume hier, die sind ja auch der reinste Graus. Frage mich, ob ich in der eigenen Basis auch mit Granaten hantieren soll. Wäre vielleicht nicht so clever, ne? So. Geht's hier runter? Dann hier rüber. Dann hier hoch. Ja, den Strommast muss ich versetzen. Ja, da wird leider ein bisschen Kohle dran hängen bleiben, aber... Naja. So. Gleich läuft's. Ja, in Ruhe. Ja, in Ruhe. Ah, diese Basis. Ich habe schon erwähnt, dass derjenige, der die gebaut hat, sich erschlagen gehört. Das geht doch nicht. Wer baut denn so? So, jetzt sollte man definitiv genug Kohle haben. Wunderbar. Schauen wir mal nach dem mobilen Fusionsgenerator. Uranmunition. Nach unserem Uran-Ding müssten wir auch mal gucken. Hier Raketenschaden 2. Kampfroboterschaden 1. Weißt du was? Forschungsgeschwindigkeit kann man auch immer gebrauchen. So. Da machen wir hier nochmal der Gerät. Also ein Verteilersystem. Und dann ab die Post runter. Dann wissen wir, wie viel Platz wir haben für rote Schaltkreise. Also wir brauchen Plastik. Sollte ich vielleicht ein bisschen weiter oben abgreifen, oder? Egal. Dann brauchen wir Kupfer. Dann bitte hier. So. Und dann darüber. Und dann brauchen wir noch die Grünen. Hier. So. Und dann darüber. Nicht immer die falsche Taste drücken, das hilft eine ganze Menge. Zack. Zack. Hallo.
Zack, zack, zack. Wunderbar. Dann werden jetzt auch mal die roten Schaltkreise geboostet. Aber muss mir mal angucken, wie das da oben läuft. Na gut, ich lasse das hier über Band machen. Wobei, ich könnte das Zeug eigentlich auch fliegen lassen. Ja, aber meine Roboter sind ja eh schon ausgelastet. Ich habe ja keine 500.000 Stück. Und will auch keine 500.000 Stück. Sonst rennen wir hier irgendwann wieder mit 10 FPS rum. Und das will ja auch keiner, oder? Alles klar. Blöd halt nur, dass das Kupferkabel mit in der Mitte ist. Hoppala. So, da kommt überall Kupferkabel rein. Ich brauche noch einen Platz nach oben. Hättet ihr das nicht früher anmerken können? Also gut. Eins, zwei. So, Kupferkabel. Eins, zwei. Eins. Eins, zwei. Zwei, zwei, zwei. Gut, wie komme ich da jetzt wieder raus aus der Situation? Mit einem unterirdischen Tunnel, genau. So, hier rüber. Ärmchen. Viele Ärmchen. Können wir gleich mal ein Fünferpäckchen produzieren lassen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wobei. Mache ich denn da? Bitte mal alles abbrechen. Dann nehme ich für die Kupferproduktion doch Stapelgreifarme. Dann haue ich da auch direkt mal Produktivität rein. Weil wer wird denn wohl Ressourcen verschwenden? Ich nicht. So, Strom. Ist angeschlossen. Wurden alle Fläschchenrezepte geändert? Nee, du brauchst immer noch alles. Nimmst du aber nicht, weil du voll bist. Alles klar. So, Pufferkiste dazwischen eventuell? Ja gut, kann man machen. Das sollte ich aber auch beschränken, ne? Auf maximal 4 Stacks. Wunderbar. So, und das, was da drin... Moment, 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 Moment. Hat die irgendwas kaputt gemacht? Guck mal, direkt eine Base neben meiner Rohstoffbase. Wie christlich das Radar ist, ne? Hier unten habe ich keine Reparatur, oder? Ich hoffe mal, das wird noch ausreichen. Aber solange die keine stehenden Züge angreifen, ist mir auch alles recht. Also, zurück. Und dann entladen wir das Ganze auch mit grünen... Ja, grüne, ne? Ein Glück, dass ich mich hier vom Band bedienen kann. Jetzt fehlen mir rote. Und das haben wir gleich. Jetzt fehlen mir wieder grüne. Hallo? Geht's noch? Nur ein paar Stapelgreifarme. Jetzt fehlen mir Zahnräder. Moment, ich produziere doch Zahnräder auf Vorrat, oder? Ach hier. Die müssen halt nur angeflogen kommen. Gut, ich kann mir auch mal ein bisschen Eisen hier gönnen.
Dann kann ich halt auch selber ein paar bauen. Das schadet ja auch nicht. So. Wo bin ich? Hier bin ich. Alles klar. Ja, du hast noch keinen Strom. Ist aber absolut vertretbar. So. Dann. Eins. Zwei. Gut. Dann können wir das hier eigentlich mal... Ach, Moment. So, die sollen sich ruhig haben, bis sie staunen dürfen. Ich glaube, so weit brauche ich dich dann nicht. Dann musst du darüber. Welch eine Verschwendung. Wo gebe ich die denn aus? Hui. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Wir werden sehen. Da komme ich ja auch nicht vorbei. Immer diese Rohre hier im Weg. Ich glaube, ich werde mich nie daran gewöhnen, dass das Petroleum nicht mehr Petroleum heißt. So, habe ich noch rote Greifarme? Auch nicht wirklich. Ich kann da ziemlich zügig ein paar nachproduzieren. Moment. Ja, so. Da kommen ein paar blaue Ärmchen, müsste ich auch noch bauen können. So. Rote Chips. Ich lasse da überall Platz, damit ich das noch anderweitig ausgeben kann. Ich weiß es ja nicht. Ist eigentlich auch nicht mein Bier. Schon alles sauber reinkopiert. Rot, rot, rot. Für alle, die es nicht wissen, weil es gibt ja ein paar neue Leute, die mit Fakturen nichts anfangen können. Rote Greifarme können ein Band weiter abgreifen. Die blauen zum Beispiel, die Geschwindigkeitsdinger hier, die können nur eins weit. Das sieht man auch in den gelben Streifen wie und den gelben Pfeil, in welche Richtung sie abladen. Und ja. Moment, wie viel Kupfer brauchen wir? Nur vier. Da brauche ich also keine Stapelgreifarme. So. Produktion läuft zwar, aber weiß ja auch nicht, wie ich sie ausgeben soll. Höchstwahrscheinlich muss ich das mit dem Kupferband nochmal ändern. Alles nochmal eins runtersetzen. Jetzt lassen wir es erstmal laufen. Oh, Moment, 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 da habe ich das beinahe das Wichtigste vergessen. Zur Produktivität. Und dann bitte noch die nächste Forschung. Ladungsverteidigung. Begleitroboteranzahl. Ja, komm, mach. So, wie machen wir das? Müsste das eigentlich alles nochmal eins runtersetzen, damit ich hier mit Rot noch irgendwie... Ja komm, weißt du was? Bringt ja alles nichts. Wenn schon, dann richtig, ne? Gleich ist mein Inventar voll, guck mal. Oh, 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 oh. Hehe. Oh, hoppala. Das Rohr soll da schon bitte wieder dahin, wo es hingehört. Guck mal, und jetzt ein Moonwalk? Ne, ist einfach nur ein Sidestep. Das ganze Club hier wieder aufgesammelt. Alles klar.
So, dann die Fabriken nochmal neu. Das geht schnell. Nee, Moment, ich brauche hier erstmal die Abstände. Dann packe ich das nämlich in Kisten, dann passt die Sache auch, verstehst du? Ist halt so ein Mini-Boost, ne? Und die können dann von mir aus laufen, bis sie voll sind. Kann ich irgendwo die Abgreifkisten entfernen? So. Aber ich glaube, ich tue das mal aus Kostengründen hier auch mal alles ein bisschen auf 4 Stacks beschränken. Maximum. Und zack, 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 zack. Dann Moment. So. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boosterteile rein. Die sind ja voll geboostet, ne? So. Dann brauchen wir rote Greifarme. Die ja das Kupfer mit sich führen. Wunderbar. Dann lassen wir hier noch ein Fleckchen frei. Und dann ziehen wir es einfach mal so durch, ne? Hab ich doch gesagt, das geht schnell. Das zu korrigieren. Wenn man es einmal direkt richtig machen würde, dann würde man sich so viel Stress sparen. Das glaubst du gar nicht. Hoppala. Will da nicht auf dem Band mitfahren. Zack. 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 Und zack. Und dann nur noch Stroh. Stroh oben. So, und die Produktion der roten Schaltkreise läuft. Ich glaube, ich kann dann schnell mal gucken. Gucken, gucken. Vielleicht sollte ich da überall noch einen von denen reinsetzen. Dann geht es wenigstens ein bisschen zügiger. Dann schauen wir noch mal schnell. Ich weiß, die Folge ist schon vorbei. Wie es mit dem Status der lilanen Fläschchen aussieht. Ob die sich. Ja, die staunen sich mittlerweile gut. Dann können wir ja bald die Dreierproduktionsteile bauen. Ich glaube, den Abgreifer können wir hier auch dann entfernen. Bringt zwar nicht so viel. Wobei, wir könnten hier die roten Teile hinfliegen lassen. Hätte er sich doch mal deutlich mehr Platz gelassen. Weil das hatte ich ja ursprünglich vor, ne? Dass jede Produktion ungefähr so 5 Meter... 5 Meter, so 50 bis 500 Meter mehr Platz hat, damit wir halt modular bauen können und ständig nach Bedarf erweitern können. Aber nö, irgendwie hat das nicht geklappt. Ach so, hier. Ja, guck mal. Wer hier Stress will. Da können sie gerne ein bisschen hantieren. Ein Türmchen wurde bisch kaputt gemacht. Ist jetzt nicht so toll. Guck mal, hier wollten wir noch ein paar Produktivitätsteile reinsetzen. Die blauen Fläschchen sind ja auch nicht so günstig, wenn man es genau nimmt. Und was fehlt dir? Das müssen wir dann eventuell im nächsten Part angehen. T. So, Dreier Produktivität. Und ab dafür. Was fehlt dir denn? Rote Schaltkreise, alles klar. Hab ich denn gesagt, dass das nicht geht? Nö. Weißt du was, die Entladung kann da zügiger gehen. Oh, ja. Das habe ich
Versäumt. Das muss natürlich auf die andere Seite, weil die eine Spur ja schon belegt ist. So, dann liefert's schon mal an. Na, weißt du was, kannst du von mir aus 100 machen. Und das entladen wir dann hier. Wunderbar. So, aber da muss man natürlich auch im Auge behalten, wie das hier abgeht. Wenn wir das Zeug hier irgendwie noch verschieben können, also die Spuren hier, habe ich da wieder viel Müll. Das gibt's ja nicht. Da könnte man hier vielleicht noch eine zweite Produktionslinie hinbauen. Ja, wir brauchen die zwei Plätze hier. Dann geht das. Also falls euch einfällt, beziehungsweise... Wobei... Ja gut, wir könnten mal die Akkumulatoren hier entfernen. Die brauchen wir gegenwärtig nicht. Ich wollte mal nach meinem Uranvorkommen gucken, wie lange wir noch Uran haben. Das kann ich ja noch schleunigst in dieser Folge machen, ne? Ja, hier habe ich angefangen zu betonieren. Beton läuft man ja auch zügiger. Aber wann macht man das schon, ne? Ja, die Uranverarbeitung, die ist auch so ein Ding. Da wundert es mich immer noch, wie ich das hinbekommen habe. Du hast noch. Du bekommst mehr als genug Flüssigkeit und Dampf. Das hier nicht irgendwo verdoppelt. Ah, guck mal. Uran haben wir noch eine ganze Menge. Dass das Zeug hier Schwefelsäure braucht. 16 Kajat, klar, das wird noch ein bisschen dauern. Hier wird Schwefel angereichert. Ah, ich meine Uranerz angereichert. Ja, die Nebenprodukte sind halt wirklich sehr groß. Wie läuft das nochmal mit einem Nebenprodukt-Ding? Moment. Das können wir ja auch mal ein bisschen optimieren. Treibstoff haben wir noch ein bisschen. Der verbrennt. Das dauert halt auch ein bisschen ewig. Ist mein Schwefel rückläufig? Nö. Sieht nur so aus. Gut. Guck mal, hier sind ein paar... Förderer ohne Arbeit. Fische könnte man zur Not auch mal wieder angeln. Ja, hier wird gelegentlich auch mal angegriffen, wie es aussieht. Gelegentlich. Was da an Aliens rumliegt. Also ich hoffe mal, dass wir einen Satelliten ins Weltall geschossen haben, bevor uns das Uran ausgeht. Oh oh. Was glauben die Experten? Muss ich hier nochmal ein bisschen mein Uranwerk erweitern? Wo kommt eigentlich... Ach, hier wird es produziert. Der Dampf. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Dampf. Ich könnte ja noch ein bisschen Holzdampf mit einfließen lassen. Das so hinhaut, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nichts. Hier noch meine alte Kohlefabrik, die läuft auch noch auf Hochtouren. Meine alten Kohlegeneratoren. Moment, dann tapezieren wir noch mal ein bisschen. Moment, plus. Ich brauche die andere Plus-Taste. Und ja, ich muss auch in meiner Nähe stehen. Hoppala. Können wir sich auch mal ein bisschen zügiger bewegen hier. Das war noch Zeit, wo ich das alles die Roboter hab machen lassen. Oh, da kommt Unkraut durch. Gefällt mir so nichts.
Na gut, meine Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.